Hilfsmittel, weißt du, wie so ein Zauberstab eigentlich. Schaut es mal. Und Rainer, schaut es, weil man unten so ein bisschen warm macht, einfach so, dann, ja, zack, Rainer, weg. Ne? So ist gleich ganz gegen das Problem, haben wir gelöst. Nochmal Applaus für Rainer, herzlichen Dank. Ja, Spitzentrick. Ja. Ah, ja, wir kommen zur nächsten Nummer. Wir gucken mal rein, vielleicht kriegen wir es noch geklärt. Aber nee, ganz kurz, das muss ich wirklich mal erzählen, denn es ist so, es gibt in der Zauberkunst gibt es verschiedene Sparten, verschiedene Disziplinen. Das ist wie beim Sport. Ne? Zauberer ist nicht gleich Zauberkünstler. Und eine der Sparten, das ist die sogenannte Mentalmagie. Haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört, ist gerade sehr populär. Da geht es dann weniger um Fingerfertigkeit und Ablenkung und solche Dinge, sondern es geht um den Geist gewissermaßen. Das ist so das, was man so gemeinhin unter Gedankenlesen versteht. Und manchmal ist es gar nicht so schwierig, von wildfremden Menschen die Gedanken zu lesen. Ne? Genau zu wissen, was jemand denkt, den man vielleicht noch gar nicht so lange kennt. Also Rainer zum Beispiel, ne? Ja, so, ist gar nicht so schwer, so labernett was mit meinem Geld. Ne? So in der Art, da spüre ich so Schwingung. Aber ich würde gerne schon weitergehen. Das mal ein bisschen unter Testbedingungen sozusagen heute mit Ihnen ausprobieren. Und dafür habe ich hier Literatur dabei. Es sind ein paar Bücher, so quer durch die Genres durch, jedes mehrere 10.000 Worte. Hier ist, genau, Arthur Conan Doyle natürlich, ein Sherlock-Holmes-Roman, der Hund von Baskerville. Sherlock Holmes ist ja auch jemand, der quasi Gedanken lesen kann, eine Romanfigur natürlich, aber hier Terry Pratchett für die Fantasy-Freunde, sind bestimmt welche da, ne? Die Discworld-Novels, ist was von ihm dabei. Da habe ich eine Kurzgeschichtensammlung von Haruki Murakami, ein japanischer Autor, habe ich wegen des Titels genommen. Da guck ich mal hier, der Elefant verschwindet. Super, ne? So Las Vegas, ich glaube, das passt. Und hier ist noch so ein bisschen was Hessisches. Also Hermann Hesse. Und genau, einfach so quer durch. Und ich versuche jetzt auf etwas besondere Art vielleicht gedanklich mit dem einen oder anderen von Ihnen ein wenig Kontakt aufzunehmen. Eine kleine Bitte habe ich, also wenn Sie irgendwas haben, was niemand erfahren soll, dann denken Sie so in den nächsten 10 Minuten einfach mal an was anderes. Schau einfach mal. So, ich gucke einfach mal so hier rüber zum Beispiel. Hallo, die Dame, hallo. Sie haben gelächelt, zack, zu spät. Ja? Für Sie einmal. Der Hund von Baskerville, das passt auch so ein bisschen zu der Knochenkette schon, das ist super. Ja. Hier haben wir ein bisschen Terry Pratchett, der Herr, darf ich Ihnen in die Hand drücken einmal. Wenn Sie ein Buch haben, dann schauen Sie, ob das mit dem Lesen bei dem Licht einigermaßen geht. Ich glaube, es ist hell genug, zum Teil ein bisschen klein geschrieben, aber schauen Sie mal, vielleicht die Dame, wenn Sie auch, genau, so. Das ist mehr Fantasy und so, dann irgendwie finde ich das. Und vielleicht die Dame, darf ich Ihnen noch das Mikrofon geben? Weiß nicht, Nico, schon aufgehört, das ist prima. Dann verraten Sie uns einmal kurz Ihren Namen, ich bin Pitt und Sie sind? Ich bin Heidi. Hallo Heidi, super, ja, dann sind Sie dieser Alm Öli wahrscheinlich. Ja, nee, ja, nee. Ich dachte, Sie würden, aber das passt auch. Heidi, wir machen das so, ja. Ich werde durch dieses Buch hier durchrauschen, dann sehen Sie unten die Seitenzahlen alle vorbeiflattern. Schauen Sie mal rein, da ja. Haben wir, was weiß ich, 35, ja. 59, 75 und so weiter. Ne? Während ich das so mache, Heidi, ja. Sagen Sie doch einfach irgendwann Halt. Ja. Okay, dann haben wir eine Seite per Zufall bestimmt, wann Sie wollen. Aha. Können Sie ein bisschen Englisch? Wenig. Weil es so Las Vegas wenig, und so. Pass auf, wir machen so, ich rausche durch ja. Und Sie sagen Stopp. Ja? Dann haben wir es. Dann das, ja, wir super, ja? Das schaffen wir. Probieren wir mal. Warte, was Sie wollen, Halt oder so. Wollen Sie jetzt genau hier oder noch ein bisschen weiter? Genau hier. Genau die Seite? Ja, oder noch ja, ein, zwei weiter? Nein, genau dort. Hier, okay. Ja. Ihre Entscheidung. Können Sie sich die Seitenzahl gut einprägen? Ja. Einmal nicht sagen, ich will Sie gar nicht wissen. Der Herr auch, wenn Sie einmal einen Blick auf die Seitenzahl von Heidi werfen. Haben Sie schon gut erkannt? Und dann schlagen Sie doch Ihre Bücher mal auf dieser Seite auf. Haben wir ein bisschen den Zufall schon mal ins Spiel gebracht. Und wenn Sie diese Seite jetzt geöffnet haben, dann ist das natürlich eine Doppelseite. Aber Heidi, Sie haben die ausgewählt. Wollten Sie die linke oder die rechte Seite? Ich wollte die rechte. Die rechte. Dann nehmen wir die rechte. Dann würde ich Sie bitten, lesen Sie mal nur für sich auf der rechten Seite, ganz oben, nur die erste Zeile. Nur für sich. Muss gar kein vollständiger Satz sein, sonst dauert es zu lange. Nur die erste Zeile. Ja. Bei Ihnen auch vielleicht. Und dann merken Sie sich in dieser ersten Zeile ein gutes Wort. Vielleicht ein Hauptwort nach Möglichkeit, Heidi. Ja. Wenn Sie da was finden, der Herr ja, auch ja, vielleicht, wenn das schön. Geht. Haben Sie was? Bei Ihnen auch? Dann schlagen Sie die Bücher einfach wieder zu. Wenn da mehrere Hauptworte sind, suchen Sie eins aus. Und haben Sie eins im Kopf? Bei ja, Ihnen? Ja, ja. Das heißt, Sie haben jetzt beide ein Geheimnis. Aber es ist gesellschaftsfähig, hoffe ich. Ja, es sind ja, neutrale ja, das ist alles gut. Das ist unabhängig. Dann probieren wir das. Vielleicht, Heidi, können Sie einmal das Mikrofon weitergeben? Und Ihr Name ist ganz kurz? Lothar. Lothar. Richtig. Ja, das müsste klappen. Okay, dann probieren wir. Lothar, wir haben das nicht abgesprochen, aber ich versuche ein bisschen was. Und zwar würde ich Sie bitten, stellen Sie sich mal vor, Sie wären heute Abend nicht hier im Hilton in Frankfurt, sondern Sie wären im Kino zum Beispiel. Aber auf der Kinoleinwand, da läuft kein Film. Sondern da steht nur groß dieses Wort, an das Sie denken. Können Sie sich das vorstellen?
Okay, das geht, glaube ich. Ich lege mich so mal ein bisschen fest und werfe mal so einen kleinen Blick rein. Okay, also könnte interessant werden jetzt, Lothar. Ich probiere es mal. Können Sie mal ein bisschen heranzoomen? Machen Sie den ersten Buchstaben von Ihrem gedachten Wort mal sehr groß und schicken das in Gedanken. Nee, nicht sprechen, nur denken. Danke, das war das B. Guck mal weiter, ein B wie Bert. Also, ihr könnt es ruhig bestätigen. Ich war mir jetzt relativ sicher, aber dass die anderen auch was davon haben, das sieht ganz gut aus. Dann gucken wir mal nach dem nächsten. Das ist gar nicht so ein langes Wort. Ich habe jetzt gedacht, Sie hätten sich da was ganz Schwieriges ausgedacht. Okay, warten Sie mal, dann A. Nee, das A ist gar nicht da. Das ist gleich das R. Nee, das geht so nicht. B. Okay, dann geht es nochmal weiter. Ich mach's mal so, vielleicht, Rainer, können Sie schon mal ein bisschen reinschauen, weil Sie haben ja auch bezahlt dafür. Okay, also das ist dann relativ simples, klares Wort, oder? Nichts kompliziert, ich glaube, das könnte... Ich tue einfach mal die Kreide weg. Ich bin festgelegt, Sie sehen es hier, wenn es jetzt nicht genau stimmt, dann bin ich, glaube ich, zumindest sehr nah dran. Lothar, wir gucken, was ist nur so zum Warmen werden? Sagen Sie uns mal bitte laut für alle, an welches Wort haben Sie jetzt gedacht? An was ich gedacht habe oder was ich gelesen habe? Was ich gelesen, gedacht, ja, was war das? Das sind zwei Sachen. Ja, welches habe ich gelesen einmal? Bruder. Das war das erste, der Bruder. Dann haben wir einen Volltreffer. Schauen Sie mal nochmal fürs Foto. Das ist genau. Der Bruder, ganz klar gedacht. Und kommt auch bombig an, merke ich. Ja, vorher. Ja. Ich habe zwischendurch auch noch gedacht, wo man sagen muss. Ja, wir haben sie beiden kombiniert, so, ne? Deshalb hatte ich etwas.